und willkommen zu Westmünsterland Barbecue. Heute gibt es wieder was richtig Feines und zwar was, was ich schon relativ häufig gemacht habe und mich die Leute immer gefragt haben, wie geht dieses Rezept und darum mache ich das jetzt nochmal. Und das ist richtig, richtig lecker, also eins der leckersten Rezepte, die ich eigentlich so im Petto habe. Unser koreanisches Flanksteak, koreanisch mariniert. Ja, die Zutaten seht ihr schon liegen. Wir haben hier unseren Hauptdarsteller, das Flanksteak natürlich. Dann haben wir hier dazu etwas Sesamöl, etwas Sojasauce. Hier haben wir ein Sake, also einen japanischen Reiswein. Etwas braunen Zucker, Sesamsamen, eine schöne Pfeffermischung. Und dann haben wir hier ein paar Chilis, Frühlingszwiebeln und eine ganze Knoblauchknolle, die wir auch ganz brauchen. Ja, fangen wir einfach mal an mit einem kleinen Schnippel. Ja, wir haben jetzt hier den Knoblauch, die Chilis und die Frühlingszwiebeln. Fangen wir mal einfach mit den Frühlingszwiebeln an. Die schneiden wir einfach erstmal in viele kleine, feine Ringe. Das Käppchen vorne oder vorne das Endstück schneiden wir ab, das brauchen wir nicht. So, die Frühlingszwiebeln haben wir soweit fertig. Gehen wir schon mal hier mit in die Schale rein. Nach den Frühlingszwiebeln haben wir jetzt hier den Knoblauch liegen und die Chilis. Da nehmen wir auch die ganze Knolle, die schneiden wir einfach schön klein. Genauso wie die Chili, die schneiden wir auch in schöne feine Ringe. Die ist jetzt nicht so scharf, deswegen nehmen wir die einfach mitkehren. Ja, so haben wir alles klein. Wie gesagt, die ganze Knolle ist schon einiges an Knoblauch, aber keine Angst, das geht nachher quasi völlig unter. So. Ja, dann kommen wir zu den weiteren Zutaten. Als nächstes geben wir Sojasauce hinzu. Ganz normale Sojasauce. Ja, nehmen wir so ungefähr, wie viel ist da drin? 500 Milliliter, würde ich erstmal sagen, dann 300. Ich mache das immer so ein bisschen nach Gefühl. Ich schreibe euch die genauen Mengen nach dazu, wer sich daran festhalten möchte. Wie gesagt, ich mache es immer so ein bisschen nach Gefühl. Da haben wir jetzt das Sesamöl. Von dem Sake nehmen wir ungefähr genauso viel wie von der Sojasauce. Bisschen weniger vielleicht. Ja, dann nehmen wir uns den braunen Zucker. Da würde ich mal so von der Menge her sagen, ungefähr so zwei Hände. Also darf schon ein bisschen Zucker rein. Und von dem Sesam, da darf ruhig einiges rein. Da geben wir einfach jetzt mal die ganze Packung rein. Noch ordentlich Pfeffer dazu. So, und das Ganze verrühren wir jetzt. Ja, hier haben wir jetzt unser Flanksteak. Das ist von der Fleischerei Laschke aus Heek. Und das geben wir jetzt einfach hier mit rein. Und bedecken das Ganze mit der Marinade. So, das Ganze lassen wir jetzt mindestens 2 Stunden, besser 6 Stunden, einfach schön im Kühlschrank ziehen. Ja, 2 Stunden sind jetzt vorbei. Unser Steak haben wir hier. Es duftet schon richtig geil, obwohl es noch nicht mal gebraten ist, aber die Zutaten, die sind einfach geil. Ich habe jetzt meinen Grill auf volle Pulle aufgeheizt. Die Fläche werde ich jetzt nutzen nachher zum Garziehen, also indirekt. Aber erstmal geben wir ihm ordentlich Zunder und zwar 3 Minuten circa von jeder Seite. So, ich streife das so ein bisschen ab, weil die ganzen Sesamsamen und die Zutaten, die würden mir sonst auf dem Grill verbrennen. Deswegen, wie gesagt, ein bisschen abstreifen. Muss jetzt nicht zwingend alles runter, aber schon so ein bisschen versuchen, das zu befreien. Und dann ab auf den Grill. So, hier ist jetzt eigentlich auch relativ egal, ob ich das, ich sag mal, nach 1,5 Minuten nochmal drehe, um ein schönes Muster zu kriegen, so ein schönes Branding, weil wir belegen es nachher eh nochmal ein bisschen mit der Marinade. Aber wer das gerne möchte, kann das natürlich machen. So,
selbe Spektakel jetzt nochmal. So, die 3 Minuten sind jetzt vorbei. Jetzt nehme ich es quasi runter vom direkten Angrillen. Das sieht also schon richtig schön aus. Und jetzt lege ich es quasi nochmal ganz kurz in die Marinade. Einfach nur, damit es noch ein bisschen was mitnimmt. Und dann kommt es in den indirekten Bereich. Ich nehme noch ein bisschen was von der Marinade, sprich von dem Dicken, und lege das quasi oben drauf und verteile das noch so ein bisschen. So, und jetzt garen das quasi indirekt. Wir haben jetzt so ungefähr 120, 150 Grad, ja, eher 120 als 150, ja, Deckel zu und dann garen, bis es ungefähr 54 Grad Kerntemperatur hat. So, das Steak ist fertig und es duftet so unfassbar geil, das ist der helle Wahnsinn. Und wir schneiden es jetzt einfach mal auf in dünne Tranchen. Geiler Gargrad. Und wir probieren. Da haben wir jetzt so ein Stückchen. Das ist so geil. Das ist mal ein ganz anderer Geschmack. Aber der passt perfekt zum Flank. Das Flank ist total zart. Richtig lecker. Richtig saftig. Noch etwas rosa. Und der Hammer. Absolut der Hammer. Also das macht euch mal nach, das ist ein Wahnsinnsgeschmack, richtig lecker. Ja, also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch, lasst mir einen freundlichen Kommentar da und vor allen Dingen abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Rolf und tschüss.